Hallo, willkommen zu Lone Star. Wir spielen Elex 2. Wir sind zurück auf dem Weg zu den Alps. So. Und da wollen wir einfach noch das Spielzeug vorbeibringen. Schauen, ob wir vielleicht noch einen anderen Auftrag bekommen. War da gerade noch ein Vieh? Wenn wir Alps wieder die Macht übernehmen, dann kommt das alles hier weg. Ja, das sagst du jedes Mal, wenn wir hier vorbeilaufen. Aber ich sehe immer noch nicht, dass sich hier was tut. Ach, da ist tatsächlich wieder einer. Ich glaube, um den haben wir immer einen großen Bogen gemacht. Oh Mann. Das war ja was. Ein Scheusal. Habe ich gedacht, ich kann schneller zuschlagen. Ja, man kriegt da ziemlich schnell eine mit. Und die sind ganz schön hart. Radik, mit dem brauchen wir nicht sprechen. Wir müssen erstmal schauen, dass wir unsere Mission fertig bekommen. So, ich weiß nicht, ob es besser ist, ob ich sie jetzt hier einfach stehen lassen sollte. Oh, da sind wir auf jeden Fall falsch. Das kann ich schon mal sagen. Wir müssen jetzt zur Schule, das ist da hinten. Bleib hier stehen. Geht klar. Machen wir es mal lieber alleine. Vielleicht kann ich noch was klauen. Aber sie ist immer noch da. Sie könnte doch hier echt mal gehen. Da bist du ja. Ich habe dich schon gesucht. Mich? Ja. Die Innereien der Rottmolche, die du mir gebracht hast, waren ein voller Erfolg bei meinen Schülern. Ich würde dich selbstverständlich wieder bezahlen, um dich zu motivieren. Wenn du also mal wieder Mutanten jagen willst, sag Bescheid. Machen wir. Verliert euch nicht. Denkt an die Zahlen. Die schlafen. Makar, schnell aufwachen. Ich hab was mitgebracht. Guten Abend, Sir. Schmuggelware. Ich habe ein Spielzeug für dich finden können. Ist das wahr? Du hast wirklich... Ja, hier ist es. Ich... Das ist das also. Ein Spielzeuge. Und was macht man jetzt damit? Man nennt es einen Teddybär. Er heißt Bernhard und man kann mit ihm kuscheln oder sich mit ihm unterhalten. Faszinierend. Man tut also so, als sei er lebendig. Ich werde das sofort ausprobieren, sobald ich unbeobachtet bin. Hier, wie versprochen. Genug für eine ganze Woche. Viermal Makars Lehrmaterial erhalten. Okay. Mal sehen, vielleicht steht ja was Interessantes drin. Da bin ich mir sicher, Sir. Danke nochmal für alles. Ich kann es kaum erwarten, mich mit dem Spielzeug zu beschäftigen. Ich muss nun aber weiter.
Sonst schaffe ich morgen mein Hausaufgabenpensum nicht. Auf Wiedersehen, Sir. Toll, wie er sich da hinlegt. Aber unbeobachtet, ich glaube, das wird nichts, der arme Kerl. Kann sie denn dann mal nicht verschwinden? Ich würde nämlich gerne da hinten das klauen, was sie da als Plan hat. Schauen wir mal rein. Die Hausaufgaben. Das ist Propagandamaterial. Intelligenz plus 1. Diese Lernzettel habe ich von dem Alpjungen Makar bekommen. Vielleicht steht ja etwas Interessantes drinnen. Ja, das ist ja super. Das ist wohl dauerhaft, oder? Intelligenz plus 1. Rohstoff. Sehr schön, sage ich da mal. Sehr schön. Dann schauen wir mal bei den Charakteren rein. Fangen wir vielleicht mal mit Nyra an. Weil sie gerade nicht da ist, können wir einfach über sie reden. Hochbegabte Technikerin der Alps mit all den Fähigkeiten und Defiziten ihres Volkes. Während des Krieges der freien Menschen gegen die Alps arbeitet sie im Relikt von Abessa für Geld und aus einem Selbsterhaltungstrieb heraus als Separatistin, die ihre geliebte Heimat verloren glaubte. Rationales Denken und Logik waren für sie stets eine effektive Waffe und ein Gut, das es zu erhalten galt. Doch immer, wenn sie das Elex absetzte und es emotional wurde, wurde sie extrem facettenreich und unvorhersehbar. Ihr innerer Kampf gegen ihre extremen Emotionen machten ihr schwer zu schaffen. Trotzdem versuchte sie immer wieder, das Elex abzusetzen, um ihrer Sinne Herr zu werden. Dann nehmen wir vielleicht noch Azog, der Defiler. Hochdekorierter Elexitor und Statthalter des Depots von Ignadon. Ein sehr akkurater und gewissenhafter Anführer seines Hauptquartiers der Alps. Er war als knallharter Richter bekannt, wenn es um Verbrechen in den Sektoren seiner Stadt ging. Er war ein Verfechter der neuen Direktive und er ließ den Befehl an seine Agenten, diese angepassten Regeln der Alps in seinem Namen durchzusetzen. Selten gab es etwas, das ihm nicht gelang. Gehört hier auch Irissa her? Ja. Commander... Oh, da ist sie. Commander der Alps befehligte die Agenten und war höchst effizient darin, Schwachstellen in ihren Reihen zu finden und auszumerzen. Sie war einzig und allein dem Statthalter des Depots unterstellt. War. Die Arbeit ihrer Agenten machen zu lassen, fiel ihr allerdings schwer, denn sie war in der Umsetzung der anfallenden Aufgaben im Hauptquartier der Alps sehr gut und überließ nichts dem Zufall. Auch wenn ihre harte Schale in seltenen Fällen auch mal ein paar Risse bekam, galt sie in der Regel als sehr gefühlskalt und skrupellos. Die anderen lesen wir vielleicht mal bei Gelegenheit. Komm wieder mit. Mitkommen. In Ordnung. Dann reden wir doch mal mit ihr. Wegen der Mutanten. Was soll ich dir diesmal bringen? Nichts. Es muss etwas weggebracht werden. Du erinnerst dich an die Köder, die ich mit meinen Schülern ausgelegt hatte, um die Rottmolche anzulocken? Die ihr mit Kontrastmittel versehen hattet. Um die Innereien, die du uns besorgen solltest, zum Leuchten zu bringen. Genau. Ich kann mit meinen Schülern selbstverständlich nicht gefährlichere Mutanten außer Rottmolche anlocken. Aber du kannst das. Ich soll also Köder auslegen, um Mutanten anzulocken. Ja, wenn die Bezahlung stimmt, kein Problem. Klingt gefährlich. Ich möchte nicht... Na, ich glaube nicht, dass ich das machen möchte. Klingt gefährlich.
Deswegen kann ich es nicht mit dem Nachwuchs machen. Und dies ist auch der Grund, warum ich dich angemessen bezahlen werde. Je höher das Risiko, desto größer muss die Motivation sein. Da hast du völlig recht. Die Grundregel emotionaler Beeinflussung. Mit welchen Mutanten werde ich es zu tun haben? Hoffentlich mit gar keinen, da du nur Köder auslegen sollst. Fragt sich nur, ob das klappt. Wir versuchen, Häscher anzulocken. Diese Mutanten, die den Menschen noch recht ähnlich sehen und Waffen benutzen. Ihre Gehirne sind für unseren Unterricht perfekt geeignet. Sie sind ein Wunderwerk unserer Biotech-Ingenieure von damals. Wo soll ich die Köder auslegen? Wichtig ist nicht nur wo, sondern auch wie. Wenn du gerade Richtung Süden läufst, den Berg hinauf, findest du eine alte Burg. Sie war früher einst von den Klerikern besetzt. Heute haben sich dort eine Menge Häscher eingenistet. Ja, nicht mehr. Dort sollte es mit Sicherheit noch einige Tische geben. Leg die Köder dort drauf. Selbst wenn von Häschern kaum Menschliches mehr übrig ist, sollten sie doch noch Essen auf Tischen erwarten. Auch wenn es nur im Unterbewusstsein ist. Alles klar. Ich werde die Köder für dich auslegen. Gut, hier, nimm die Köder. Wenn du die Köder ausgelegt hast, komm wieder zu mir. Ich werde dich angemessen bezahlen. Dreimal Alcias Elex-Köder. Tja, ich weiß nicht. Da kommen wir eigentlich ja gerade her und da haben wir die ganzen Häscher alle erledigt. Aber vielleicht kommen da ja welche nach. Es ist jetzt aber, glaube ich, auch spät genug. Wir könnten jetzt den Teleporter nehmen und zurückreisen in den Krater. Wen haben wir denn hier? Nachtwache. Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Na dann. Lassen wir dich in Ruhe. Dann nehmen wir erstmal den Teleporter. Hallo, Darius. Ja. Dann müssen wir in die Kneipe gehen. Gehört, er wurde bestohlen. Da ist Mick. Wer nichts macht, macht nichts falsch. Steht das Treffen mit Viper? Ja, ich hoffe, du weißt, auf wen du dich eingelassen hast. Komm, ich bringe dich zu ihm. So ein komischer Vogel wie du ist mir nur selten untergekommen. Das muss ein Ende. Ein Leichensack ist gesprächiger als du. Aber wir haben alle unsere Probleme. Irgendetwas sagt mir, dass ich deinen nicht schultern möchte. Wie weit ist es? Nicht der Rede wert. Gleich da. Wir sind da. Da drüben steht einer von Vipers Handlangern. Sein Boss ist also in der Nähe. Ich würde ja mitkommen, aber... Ich erledige das schon. Geh nach Hause. Werde ich. Dir viel Erfolg. Der Bart sieht ja echt cool aus, den er da hat. War so richtig schön glänzen. Und hat so Textur drin gehabt. Ja, sah nett aus. Ah, hoher Besuch. Viper wartet schon. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Da bist du ja. Komm mit rein.
Oh, nur keine Scheu, ziemlich tritt viele näher. Gegner. Du bist also der Zweite im Bunde. Der Zweite? Vor dir war ein Alp hier, hat sich als Zarik vorgestellt. Unangenehmer Zeitgenosse, eine Spur zu neugierig. Okay, was ist mit dem passiert? Was hast du mit ihm gemacht? Dem geht's gut. Du hast einen falschen Eindruck von mir, aber ich mache dir keinen Vorwurf. Immerhin strahlt diese Absteige nicht gerade Vertrauen aus. Komm zum Punkt. Umgehend, einen Augenblick. Ich brauche euch nicht mehr, wartet draußen. Geht klar, Boss. Weißt du, normalerweise habe ich an allem meinen Anteil. Waren, Dienstleistungen suchst dir aus. Aber seit ich versuche zu expandieren, sinkt die Zahl meiner Geschäftspartner. Dabei fing alles so vielversprechend an. Doch ich greife vor. Sortieren wir die Dinge etwas. Du bist, ebenso wie dein bleicher Partner, wegen Skibor hier. Oder sagen wir Ex-Partner. Die Ratte ist sofort zum Depot aufgebrochen, nachdem ich sie mit ein paar Lügen gefüttert habe. Ein Jammer. Der eine lässt dich im Stich, der andere fliegt in die Luft. Du weißt davon? Natürlich. Und ich muss mich bei dir bedanken. Wärst du nicht gewesen, hätte der Idiot Hauler alles zunichte gemacht. Falls du dich nicht mehr erinnerst, er wollte dich und Skibor um ein paar Splitter erleichtern. Doch, den kann ich mich erinnern. Gut, dass du dich nicht auf sein Spiel eingelassen hast. Skibor hätte sein Ziel nicht erreicht. Tja, was fragen wir denn jetzt? Das interessiert mich alles. Dann waren Skibor und du Partner. Nützliches Werkzeug ist eine bessere Bezeichnung. Aber der Reihe nach. Als Skibor seinerzeit in den Krater kam, wirkte er nicht anders als der restliche Abschaum. Durchschnittlicher Typ mit durchschnittlichem Äußeren. Und ausgerechnet dieser Niemand kaufte mit unablässiger Beharrlichkeit Elex. Da musste was faul sein. Zwei Dinge wollte ich wissen. Woher hatte er die Splitter, um es zu bezahlen? Und warum habe ich es ihn nie konsumieren sehen? Denn vom restlichen Angebot hat er reichlich Gebrauch gemacht. Für ihn war alles ein Rausch. Egal, ob Alkohol oder Frauen, der Kerl hatte seine Emotionen nicht im Griff. Verraten wollte er mir nichts, also habe ich ihn mit Stims vollgepumpt. Was er mir dann gezwitschert hat, konnte ich erst gar nicht glauben. Ein Agent der Alps, getarnt als Mensch, raffiniert. Und dann reifte eine Idee in meinem Kopf. Für ihre Umsetzung brauchte ich nur eine Bombe. Eine menschliche Bombe. Okay, hat er denen eine Bombe umgebaut? Der Anschlag auf die Alps war also alleine deine Idee. Natürlich. Das Feuerwerk sollte meine Eintrittskarte nach ganz oben werden. Ist nur nichts draus geworden, wie du unschwer feststellen kannst. Wie konntest du Skibor zur Bombe machen? Kleinigkeit. Ihn zu betäuben war eine meiner leichtesten Übungen. Danach musste ich ihn nur noch aufschneiden und verdrahten. Schon war er reisefertig. Und dank eines selbstgemixten Stim-Cocktails hatte er außer ein paar Magenschmerzen keine Nebenwirkungen. Alps sind verdammt zäh. Das gilt auch für einen Alp auf Sparflamme. Woher wusstest du, wann er aufbricht? Ich kannte seine Routine, zumindest dachte ich das. Ich habe ihn mit der doppelten Menge Elex ausgestattet und war überzeugt, er würde den Stoff umgehend bei seinem Auftraggeber abliefern. Nur hat sich der Scheißkerl nicht von der Stelle bewegt, konnte den Hals nicht voll genug kriegen. Dumm nur, dass ich nichts mehr hatte. Und jetzt stell dir die Situation vor. Der leiseste Furz reicht aus und du wirst zusammen mit ihm aus dem Krater katapultiert.
Auch wenn der Zünder nur auf eine hohe Elex-Konzentration reagieren sollte, konnte ich mir nicht sicher sein. Und weder Baxter noch Hector hätten es lustig gefunden, wenn man ihnen die Hütten unterm Arsch abreißt. Glücklicherweise kamst du und hast mir die Sorge abgenommen. Dafür, dass du fast einen Krieg provoziert hast, wirkst du reichlich gelassen. Jeder weiß, dass nicht wir, sondern das lila Gemüse die volle Aufmerksamkeit der Alps genießt. Außerdem sollten die Kleriker als Prügelknaben herhalten. Dafür musste ich nichts weiter tun, als Skibo auf sie anzusetzen. Ihr Metall gegen Elex, das war der Deal. Er wusste ja nicht, dass er damit seine Beerdigung einleiten würde. Aber jetzt habe ich eine Frage. Wie seid ihr mir auf die Schliche gekommen? Du warst unvorsichtig. Richtig, das passiert mir kein zweites Mal. Wenn ich dir vorschlage, für mich zu arbeiten, was sagst du dann? Nö. Nein, mit Leuten wie dir mache ich keine Geschäfte. Ah, exakt diese Antwort habe ich erwartet und mich darauf vorbereitet. Ich kann einfach niemanden gebrauchen, der mehr weiß als ich. Wieso hat das uns dann und alles erzählt? Was du weißt, reicht aus, um mich zur Zielscheibe zu machen. Du hättest deine Leute nicht rausschicken sollen. Das war ein Fehler. Fehler? Das war meine volle Absicht. Je weniger sie wissen, umso besser. Aber da du sie ja so vermisst, pfeife ich sie wieder herein. Nein! Grüß Gibor von mir! Verdammt, was war das? Jetzt geht's fort! Nein! Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Ich komme da nicht mehr in die Ecke rein, glaube ich. Hat er dich erwischt? Wo kommst du denn her? Du hast doch nicht gedacht, ich lasse dich im Stich. Naja. Nein, tut gut, dich zu sehen. Keine Ursache. Verschwinden wir, bevor uns die Neugier der Leute in Schwierigkeiten bringt. Ich hatte das zweifelhafte Glück, den Kerl vor dir ausfindig zu machen. Er hat mir gleich misstraut und war im Vorteil. Also musste ich Maßnahmen ergreifen. Du meinst, du hast dich dumm gestellt? Ich muss sehr überzeugend gewesen sein. Seine Handlanger haben mich nicht verfolgt. Gut, dass du sie aus dem Spiel genommen hast. Ich war mir nicht sicher, ob du mit allen fertig wirst. Warum also ein Risiko eingehen? Tragen wir die Ergebnisse ein letztes Mal zusammen. Da vorne haben wir unsere Ruhe. Ja, da haben wir noch Handlanger. Was machst denn du da? Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Sehe ich. Na, wie weit denn noch? Dann mal heraus damit. Was hast du erfahren? Skibor trifft nur eine Teilschuld. Das Elex ist ihm zum Verhängnis geworden. Wie das? Sein Konsum war doch auf ein Minimum beschränkt. Er sollte es für jemanden besorgen. Der Outlaw hat das ausgenutzt und ihn zur Bombe umfunktioniert. Verflucht! Weißt du, was das bedeutet? Es ist noch nicht zu Ende. Wovon redest du? Pass auf!
Elexitor Azog hatte schon länger den Verdacht, dass Commander Irissa mehr Elex konsumiert, als für sie bestimmt war. Es war meine Aufgabe herauszufinden, ob seine Theorie der Wahrheit entsprach. Erinnerst du dich noch an unser Treffen bei den Kollektoren? Dort habe ich nach ihrem Mittelsmann gesucht. Ich konnte nicht ahnen, dass Skibo diese Rolle übernommen hat. Der Commander ist zu einem Sicherheitsrisiko geworden. Ich hätte nie gedacht, dass Irissa so tief sinken kann. Tja. Du hättest mich eher einweihen sollen. Ich weiß. Und ich bereue, dass ich es nicht getan habe. Ich kenne die Gründe für Irissas Verhalten nicht, aber ich habe gelernt, dass es besser ist, sie zu erfahren, bevor man ein Urteil fällt. Nur bin ich nicht mehr der Richtige für diese Angelegenheit. Du hast mir bewiesen, was es heißt, effizient zu sein. Was es bedeutet, eigene Entscheidungen zu treffen. Ich kann nicht ins Depot zurückkehren und weitermachen wie bisher. Ich will verstehen, wie die Welt funktioniert. Dafür muss ich der Direktive den Rücken zukehren. Ich muss die Alps verlassen. Das wird Azog und den anderen allen gar nicht gefallen. Ich werde dich nicht aufhalten. Ich wusste, dass du es verstehen würdest. Was hast du jetzt vor? Ich werde tun, was auch du getan hast. Für eine Weile ins Exil verschwinden. Wenn du mir aber einen letzten Gefallen erweisen willst, sei nachsichtig mit Commander Irissa. Ich weiß, ihr versteht euch nicht, aber wir haben ihr viel Gutes zu verdanken. Ich denke darüber nach. Das ist doch schon mal ein Anfang. Wer weiß, vielleicht schaffst du es sogar, ihr die Augen zu öffnen. Da ich vom Abschied nehmen nicht viel verstehe, versuche ich es gar nicht erst. Schon gut. Pass auf dich auf, Zarek. Werde ich. Aber geh jetzt. Das Depot wartet. Ach und, Jax. Ja? Danke. Bitte, Zarek. Also, der ist ja uns jetzt richtig ans Herz gewachsen, der. Also. Weiß gar nicht, was ich sagen soll. Hier liegt noch ein bisschen Zeug rum. Ja, ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Oh, hier ist ein Friedhof, so wie es ausschaut. Was sie dazu sagt, wenn ich jetzt mit Iris rede und sie vielleicht laufen lasse. Jens, Robert, Mr. Kloß. Andy. Ob das alles Entwickler sind? Blutiger Burger. Max. Mark. Symbol von Kalan. Björn und Jenny. Der Björn mit Kette, natürlich. Also doch die Entwickler. Björn und Jenny von Piranha Bytes und von Piranha Becken. So, da sind sie aber andersrum immer. Björn auf der anderen Seite. Markus. Arno. Harry. Sophie und Mathilda. Tomo. Bobo. Bobo hat wohl viel mit Tastaturen zu tun. Tobo. Becky. Ein Foto eines Zechengebäudes erhalten. Ist das hier so eine Suchmission? Ah, dann liegt ein Foto drauf. Macht also irgendwas mit Fotos. Bianca. Elian? Kira. Die raucht wohl gern.
Rui futtert wohl gerne. Amadeus. Spielepacken liegen drum. Claudia. Und Maki. Ein Einhorn. Wie geil. Ach, da müssen wir nochmal bei Tag vorbei hier. Das ist ja allerliebst. Alex, gibt's eine Nachricht? Melde dich, wenn du da bist. Dunkles Elex. Jan, der macht wohl viel mit Filmen. Oder so Zwischensequenzen vielleicht. Onkel Kornkel. Na, nette Ente. Arch Stanton. Ja, das ist nicht das Grab von Arch Stanton, sondern das Grab daneben, wo das Gold hin soll. Hm? Dreckiger Zettel. In dieser Scheißgrube ist nichts außer ein paar morschen Knochen. Schöner Mist. Wer immer diese Zeilen liest, wenn euch ein Typ mit blonden Haar und einem Poncho begegnet, glaubt ihm kein Wort. Und vor allem zahlt ihm nicht einen Splitter für seine ach so wertvolle Schatzkarte. T. The Good, the Bad and the Ugly. Das ist mal eine nette Anspielung. Finde ich schön gemacht. Da müsste jetzt hier nebendran irgendwo das Grab sein, wo der ganze Schatz vergraben ist. In dieser Welt gibt es nämlich zwei Arten von Typen. Hm? Die einen haben eine Kanone und die anderen buddeln. Sascha. Oshburner. Hm. T-800. Terminator, da kommen die Hände aus dem Grab raus. Daniel trinkt wohl gern mal ein Bier. Mit der Ratte Bemo. Was es mit Bemo der Ratte wohl auf sich hat? Was passiert, wenn ich jetzt Bemo erschlage? Bekomme ich dann erst den Eintrag für Bemo? Lena, Stefan. Ja, das war ganz interessant. Als nächstes müssen wir zu den Alps zurück und den Auftrag abschließen. Machen wir nicht mehr heute. Ich würde sagen, machen wir an dieser Stelle lieber erstmal ein kleines Päuschen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal.